Hallo zusammen, ich grüße euch. Ja, ich sage euch, wie Sie einfach mit OpenOffice-Skal einige Formeln so finden können. Und dann zeige ich euch, wie Sie auch ein bisschen summieren können. Und von daher fangen wir wieder hier an. Wir geben zum Beispiel einige Werte auch hier rein. Und dann kann ich euch einfach beibringen, wie Sie einfach summieren können. Also, die erste, wenn Sie so wie diese Zahlen einfach summieren wollen, dann sollten Sie einfach. Das ist das einfachste, ja, Beispiel und dann klicken Sie einfach drauf und dann können Sie einfach hier übernehmen und sofort wird das Ergebnis hier. Ich markiere Sie mal ein bisschen, damit Sie besser sehen können. Also, die Schriftfarbe kann ich noch ein bisschen größer machen. Schriftfarbe blau wollte ich und Hintergrundfarbe schwarz hätte ich haben. Also, Hintergrundfarbe können wir ein bisschen ändern, damit Sie besser sehen können. Also, hier ist unser Ergebnis, wie das. Ja, die erste Berechnung. Und hier haben Sie einfach die Formel auch hier oben. Und von daher, wenn Sie beim nächsten Mal zum Beispiel nochmal addieren wollen oder so etwas summieren wollen, dann sollten Sie einfach so schreiben oder einfach auf diese Zeichen hier einfach klicken. Und Sie haben auch die Möglichkeit, einfach hier mit dieser Funktionsassistent einfach zu arbeiten. Wir geben auch einige Werte zum Beispiel hier an. Und dann zeige ich euch, wie Sie einfach mit dem Assistenten einfach arbeiten können. Also hier wollen wir auch eine Summe einfach machen, dieses Mal mit dem Funktion Assistenten. Dann drücken wir einfach diesmal drauf und dann sehen Sie hier, wir haben viele Funktionen einfach hier drin, wie Sie einfach sehen. Also viele Formeln haben wir und dann drücken wir einfach unsere Formel hier. Die Summe, unsere Formel, es ist die Summe, wir suchen einfach die Summe, dann zeige ich auch, wie die Summe-Funktion einfach definiert wird. Das ist die Summe, dann sollten wir einfach so definieren. Und hier geben wir einfach unsere Funktion ein, groß geschrieben wird es. Und dann können wir einfach unsere Zahl 1, Zahl 2, Zahl 3 bis 3, bis Zahl, keine Ahnung, also es endet bis 30 hier, wie Sie einfach auch sehen. Aber natürlich können Sie zum Beispiel hier anfangen. Sie können zum Beispiel sagen 3, 4 und angeben. Also 3 und hier schreiben Sie 4. Es ist einfach sehr mühsam, aber das ist auch eine andere Methode. Ich werde euch auch gerne eins einfach weiter zeigen und von daher kann ich euch einfach ja 1,6 und dann 6 kommt nochmal eine 6 und dann immer weiter und dann haben wir eine 7. Und dann können Sie einfach das Ergebnis schon hier unten sehen. Und Sie sehen einfach, wie die Funktion auch ist, aber Sie hätten auch zum Beispiel schreiben können. Ich zeige euch gleich. Also, wir setzen erstmal auf OK und dann können wir einfach ja, auch bearbeiten, also formatieren, wie wir einfach wollen. Oder wir können auch so lassen. Also, Schriftgröße lassen wir jetzt dieses Mal ein bisschen, wir machen ein bisschen größer, damit Sie besser sehen können. Also, was wir da gerechnet haben. Mit der Hintergrundfarbe können wir auch ein bisschen ja, bearbeiten. Also, von daher. Wir geben nochmal einige Zahlen an, dann zeige ich euch, wie Sie einfach nochmal da arbeiten können und von da hier. Ja. Ups, nicht. Löschen wir einfach hier, weil wir wollen einfach das Ergebnis einfach hier sehen. Also wir machen nochmal mit unserer Funktion Assistent, dann zeige ich euch die zweite Möglichkeit. Das war mit der Summe-Funktion. Wir gucken jetzt mal, was die Summe ist. Und dann kann ich euch nochmal zeigen. Also die Summe ist irgendwo hier. Und da kann ich euch einfach zeigen, Sie schreiben eine Summe. Und da können Sie zum Beispiel sagen, es ist von C1 bis, ups, C1, Entschuldigung, C1 bis C7 wollen Sie einfach rechnen. Und machen Sie einfach so und so fort, ist das Ergebnis auch da. Und es wird auch hier überschrieben und das Ergebnis kommt sowieso auf der rechten Seite, auf der linken Seite da. Und dann können Sie zum Beispiel nochmal ein bisschen schöner machen und besser. Und natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, nochmal ja, in Ihre Tabelle einfach noch zu bearbeiten, wie Sie einfach wollen. Und die Summe haben wir berechnet, die Formel haben wir gesehen und wir haben auch einfach gelernt, wie wir einfach ein bisschen formatieren können. Und die Tabelle geht momentan in Tabelle 1, aber natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, die Tabelle einfach umzubenennen. Zum Beispiel, wenn wir das machen wollen, dann drücken wir die rechte Taste, dann gehen wir hin. Unsere Tabelle zum Beispiel Summe. Ja, Summe.
Und dann können Sie einfach jetzt die Tabelle so machen. Genauso können Sie auch die Tabelle hinten hier verschieben, wie Sie einfach wollen. Wenn Sie zum Beispiel diese Tabelle 2 nach vorne verschieben wollen, dann machen Sie es also. Sie können einfach hier die Tabelle verschieben und die Tabelle wird einfach vor der Summe verschoben. Und sofort wird einfach die Tabelle 2 vor der Summe-Funktion, vor unserer Tabelle Summe verschoben. Und natürlich können Sie auch die Malaufgabe auch machen, die Subtraktion auch machen und auch mit dem Kursieren auch machen. Also ich freue mich einfach, das nächste Video mit euch zu sehen.